bin einfach mit meiner Disco-Kugel durch die Straße gelaufen. Und alle diese kleinen Punktchen überall waren. Und ich, für mich war wie eine Metapher von den Coronaviren. Ne? Das kann überall sein. Und das war auch meine Art, um alles anzufassen, ohne anzufassen. Gestern haben wir Computer kaputt gemacht. Da waren Landschaften drin. O-Töne kultureller Bildung aus dem Atelier-Förderprogramm MAX, Artists in Residence an Berliner Schulen. Also das Programm MAX, Artists in Residence an Schulen, möchte wirklich kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe der Kinder ermöglichen. In Berlin ist es super schwer, ein Atelier zu bekommen. So, mittlerweile. Das ist für junge Künstlerinnen eine Möglichkeit, ein Atelier zu haben. Und Begegnungen für Schülerinnen und Schüler ermöglichen mit Künstlerinnen, die dann in der Schule sich befinden und mit denen sie direkt arbeiten können. Schule ist wie ein kleiner Mikrokosmos Gesellschaft. Und wenn ich sage, dass ich Gesellschaft verändern möchte, dann macht Künstlerin da was. Und der Austausch und die Zusammenarbeit der Schülerinnen mit den Künstlerinnen im Atelier ist der Ausgangspunkt des Programms. Sagen Caroline Amont, Programmleiterin der Stiftung Brandenburger Tor, und Silke Ballert, Universitätsdozentin und Projektemacherin im Feld der kulturellen Bildung. Sie begleitet das noch junge Programm mit ihrer Expertise und sieht ihre Aufgabe auch darin, wie ein Sprachrohr der Künstlerin zu fungieren, um zu modifizieren. Im Auftrag der Stiftung Brandenburger Tor entsteht zwischen Mai 21 und März 22 dieses dokumentarische Hörstück. In einem Atelier geht nach meinem Verständnis viel nicht sichtbare Arbeit vonstatten. Dinge bleiben liegen, gearbeitet wird zu unüblichen Zeiten, Menschen kommen zu Besuch, dann wird auf nicht unbedingt allgemeinverständliche Weise über Gezeigtes gesprochen. Auch kann es zu Lärm und Staub kommen. Kann das gut gehen? Ich stelle mir Fragen nach dem Konkreten. Was passiert da? Wer arbeitet womit woran? Wer macht die Regeln? Wie geht es den KünstlerInnen und den Kindern und allen zusammen? Um das herauszufinden, besuchen Studierende der Uni Potsdam und ich vier Ateliers an verschiedenen Grundschulen Berlins. Außerdem habe ich Gespräche mit den Künstlerinnen, der Programmleiterin und der Beraterin geführt. Mein Name ist Ursula Rock. Ich bin Pädagogin und Künstlerin und Produzentin dieses Stücks. Das ist für mich wie 4 Jahre Geschenk, ne? Gold geschenkt. So. Und auch selbst als Künstlerin, ich habe nicht ganz so die Kontrolle von was hier passiert. Ne? Manchmal, ich installiere Sachen und dann kommt die Sonne im Sommer und dann strahlt sich Regenbogen überall und sage, ja, woher kommt das? Und dann, ich muss suchen, welche Prisma oder welche Glas ist, was das erzeugt. Und das ist schön, wenn die Kinder kommen und sagen, ach, guck mal da, vielleicht kann ich auch das versuchen zu machen, und, aber ich mache anders, ne? So, das ist irgendwie eine Art Labor, Atelier, Skizzensammlung, vielleicht wie eine Wunderkammer. Na, das so nehme ich meine Atelier wahr. Ich sehe hier ein Kabel vorne. An der Tür sehe ich hier ein Schild, da steht, das Atelier wird bis zum Ende des Schuljahres freitags von 9 bis 16 Uhr für die Schüler geöffnet sein. Gemeinschaftsatelier für Teilen und Zusammenarbeiten. Die Sprach- und Konzeptkünstlerin Roshanak Amini an der Tesla-Schule im Prenzlauer Berg. Das sehe ich hier auch. Ich sehe hier ein paar Bilder, was wir fotografiert haben und so. Die an der Tür hängen. Ja, genau. Ich sehe eine Tafel. Margo und Tom soll das, glaube ich, heißen. Oder Ton. Margo, Ton. Dann sehe ich hier ein Bild von mir. Das sollen so Portale sein. Da geht was rein und da kommt was raus.
Das hier ist von Roshanak alles. Das sind so Bilder mit Node Exit und so. Ich sehe hier einen Projektor. Und ich sehe hier mein gebautes. Das hier habe ich einmal von mir. Genau. Ich sehe hier ein Haus von Roshanak. Das hat sie mit sehr viel Mühe bestimmt gemacht. Die Künstlerin arbeitet viel mit Schrift und Sprache. Hier erwähnt sie Slogans aus der iranischen Revolution im Jahr 1979, die sie einander gegenüberstellt, um deren Widersprüche aufzuzeigen. Dann sehe ich hier was von Mahomet. Sieht hier so aus, als wenn ein Pferd tot auf dem Boden liegt, neben den Pferdeköden, Pferdeäpfeln, ekelhaft. Ich sehe verseuchtes Wasser. Was machst du jetzt? Ich mache das. Ich mache eine Hand. Ich sehe hier ein paar Zeichen von den Ägyptern oder so. Oh, hier sind ganz viele schöne Meisterwerke. Also ich finde das hier ganz schön. Oh, was ist das denn cooles? Haben Sie eine Taschenlampe? Ich habe keine Taschenlampe. Frau Scharnack! Kreativität hat ihren Ursprung in der gelungenen Interaktion mit der ihn umgebenden Umwelt. Quatsch. Kreativität ist für Winnicott kein rein künstlerisches Geschehen, sondern wohnt dem Menschen als allgegenwärtiges Potenzial inne. Es geht um die gelungene Interaktion mit der ihn umgebenden Umwelt. Roshanak hat halt eine Ausstellung mit Sachen und da hat sie auch so ein Node-Exit-Ding gekauft, was man meistens ja immer in Geschäften oder Kinos hat. And I'm putting these, but in a real like light box, like an exit sign light box. So I'm trying to decide, and I was telling them today because they were in the process of me deciding what I wanted to do, and I was ordering the box, so they know exactly what I'm doing. So I told them I have to choose 6 of them, and I was asking them which ones they like. Das habe ich genommen und das da oben habe ich genommen. Das finde ich auch ganz toll, das ist so cool. Das da oben auch, aber das habe ich auch nicht genommen. So that's why Tom was like, oh, this one and that one and I like this one. I mean, I have more, so I was telling him. Für die Vorbereitung einer Ausstellung muss Roshanak eine Auswahl treffen. Die Kinder werden in diese Wahl und damit in den Prozess der Ausstellungsvorbereitung einbezogen. Was hast du damit vor? Ich mache einen Hasen. Ich mache gerade ein Bild, also einen Plattenhasen. Ach so, du hast erst quasi die Hasen so als Figuren. Echte, genau, Figuren gemacht. Und jetzt machst du ein Bild. Mhm. Flach. Als Gelb und Blau sich gestritten haben, verblasst Prinzessin Grün. So. Weil Freundschaft ist dort ganz, ganz wichtig. Sonst verblasst jemand und ein Vater. Er erkannte, man muss nicht besonders kreativ sein, um zu spielen, aber wenn man spielt, wird es unweigerlich kreativ. Verblasst Prinzessin Grün. Ui. So, Marco, das Pferd schläft? Ja. Es schläft schon 3 Wochen lang. Sein Credo? Das kindliche Spiel enthält alles. Alles. Wenn Sie in den Atelier kommen und sehen, andere Sprache, was vielleicht ist die Muttersprache oder ähnliche, ich glaube, das ist sehr cool für die Kinder. Und ich habe Brot auf Persisch geschrieben, das ist Naan. Und das ist gleich auf Arabisch. Ja, und der Tier weiß das nicht, was das bedeutet genau. Ich erkläre, okay, die sind Buchstaben auf Persisch. Und guck mal, hier ist dein Name auf Persisch. Und dann sie sagen mir, kannst du mir die erste Buchstabe für meinen Namen machen? Und so weiter, das finde ich total cool. Oder wenn sie selber machen, genau. Aber das interessiert. Kannst du das da halten? Das
Ja, ihr habt wirklich viel Material, ne? Ich kann echt euch total ausprobieren. Ja. Das ist großartig, das hatte ich so nicht an der Schule. Ja, das kriegt sie alles von ihrem Stipendium und wir freuen uns sehr, dass sie auch bis nächstes Jahr bleibt und vielleicht auch noch länger. Und man kann viel machen. Etwas mit Zement, Ton. Genau, über das Bild wolltest du mir noch was erzählen, ne? Ja, das ist sehr schön, oder? Ich finde es super schön. Draußen haben wir das gemacht. Auch richtige Bäume abgemalt habe ich da. Ach, wird richtig rausgegangen? Nicht, wo wir nicht hin dürfen normalerweise, sind wir da hingegangen. Marco, aber das ist echt spannend. Gegangen. Wenn das der Hausmeister gesehen hätte, dann hätte es richtig Ärger bekommen. Ich war gerade dabei, Knete zu kleben. Die haben wieder auch geschwollt. Das ist sehr glatt. Hier an der Seite. Oh, wirklich? Fühlt sich ein bisschen an wie eine Murmel. Ne? Sieht auch das sind hier die reinsten Alchemisten. Ja. Ich habe, also, die Pferde habe ich nicht selber gemacht. Die hat Roshana gemacht. Und diesen Topf hier habe ich für Roshana gemacht. Die zwei Schüsseln, die hat auch Roshana gemacht. Eine Ateliergemeinschaft. Eine Produktionsgemeinschaft. Naja, ich wollte Roshana aufgeben, wieder vorne an der Tür. Mhm. Hat sie es ja auch gemacht, hier. Und das ist von Margot, das ist abstrakte Kunst hier, das ist gut geworden. Und die Atelier sieht auch sehr geschmückt und schön aus. Ja, ich bin 3 Tage pro Woche hier in Schulzeit. Aber ich will mehr länger hier sein, ab unbedingt mehr oder vielleicht jeden Tag. Corona ermöglicht manchen, von 7 bis 14 Uhr in ihrem Atelier sein zu dürfen. Danach müssen sie die Schule verlassen. Das ist jetzt ein Fall. Der zweite Fall sagt, von 7 bis 18, 7 bis 14 Uhr sagt bis 16, von am Wochenende bis und so weiter. Da wird der Künstler gezwungen, aus dem Atelier raus mit sehr vielen Menschen zu tun zu haben. Und da denke ich, dass da einiges zu lernen ist. Das Programm sieht vor, dass die Künstlerin das Atelier an einem Tag der Woche für die Kinder öffnen. Aber dann kam Corona, dann hat sie auf einmal an jedem der Tage mit den Kiddies gearbeitet. Ich habe das Gefühl, ich muss die Kinder reinlassen. Das ist nicht nur mein Atelier. Und das ist natürlich gut, aber manchmal, wenn ich kann nicht hier im Abend oder Wochenende sein, das bedeutet, dass ich arbeite nicht so oft auf meine Sache. Ja, das finde ich schlimm. Ja. So, also da entstehen Erwartungshaltungen, die nicht unbedingt von der Stiftung explizit formuliert werden und auch nicht so gemeint sind. Da hilft es halt dann zum Beispiel, dass ich da bin und mit ihnen über solche Sachen spreche und zu sagen, hör auf, an den anderen 2 Tagen zu arbeiten. Also ich finde das sehr wichtig von der Stiftung, eine Person, die hilft uns mit den Schülern kommunizieren, weil es ist für mich allein so schwer. Atelier für die eine Aufgabe. Die Malerin Josephine Hans an der Kolibri-Grundschule in Marzahn-Hellersdorf. Von beiden quasi. So, die sehen mich.
Und klar ist eigentlich ist Mittwoch der Tag, wo ich für Kinder da bin. Aber natürlich fragen sie immer, wenn ich da bin. Klopfen sie am Fenster und fragen, ob sie kommen können. Oder unterhalten sich auch über irgendwas einfach nur mal kurz am Fenster. Ist auch ganz nett. Der Kampf um genug Zeit im Atelier ist nicht für alle Künstlerinnen ein Thema. Grundsätzlich aber stellt sich die Frage, wie stelle ich den Kontakt zu den Kindern her? Daher ist das Fenster, hat eine enorme Wichtigkeit bekommen, weil da die auch die Termine abgemacht werden. Genau, hier steht ganz groß Atelier, so dann kommt das dann dahin und dann hängt es halt für eine Woche. Das Bild der Woche. Fand ich dann schon auch, als es dann im Fenster hing, dass es doch sehr gut geworden ist. Sowas zum Beispiel kommt dann dabei raus. Frau Josefine, wenn einer eine gemischte Farbe braucht, also du. Das finde ich einen ganz guten Begriff auch vielleicht für meine Position. Frau Josefine. Weil die Kinder kennen einfach, dass sie die ganze Zeit gesagt bekommen, was sie auch machen sollen jetzt und wie sie sich zu verhalten haben. Aber genau, irgendwie versuchen wir eher hier so eine gemeinsame Zeit zu gestalten. Finde ich schon komisch. Ich auch. Ja, das hört sich so an, als ob bald irgendwie Geister. Anhört, als ob Geisterfrau Josefine. Ich bin 88 geboren. Das heißt, auch kurz bevor die Mauer fiel, war meine Familie nicht von heute auf morgen eine andere Familie. Und unsere Wohnung war nicht eine andere Wohnung oder unser Geld war nicht ein anderes Geld und so. Und deswegen würde ich sagen, thematisiere ich das zum Beispiel nicht direkt in meiner Kunst, aber es beeinflusst irgendwie auch ein bisschen mein Denken. Und auf jeden Fall habe ich dann in Berlin Buch Abitur gemacht, also auch in so Mini-Plattenbauten. Und dann hat es tatsächlich in Weißensee und an der UdK geklappt. Frau Josefine. Es ging quasi mit Malen los. Ich habe in der Malereiklasse studiert und dann immer das gleiche Format. 60 cm mal 40. Wow! Und halt unzählige Bilder seitdem gemalt. Hey, Anni! Sonnenstreifen ist ganz weiß. Schöne weiße. Anni, ich brauche das ganz blanke weiße. Ja, ich schon zwei Farben. Einmal mit der Farbe und dann noch oben. Und jetzt wurde mir gesagt, dass wir nicht mischen sollen. Ich selber beim Malen kreiere ja sogar mit Absicht Fehler. Also ich mache mir Baustellen. Sei es, ich ziehe einen ganzen Strich über drei Bilder einfach rüber und dann steht der da, dieser Strich. Ja, das stimmt. Und dann habe ich ein Problem sozusagen. Und dann bin ich irgendwann in einem späteren Prozess sauer darüber, dass ich am Anfang diesen Strich gemacht habe. Ich bin aufgeregt. Ich bin richtig froh, weil der hat irgendwas ganz anderes ergeben. Ich habe das noch nie gemacht. Was ich irgendwie gar nicht wusste vorher. Ich könnte jetzt sagen, ja, das war jetzt eine dumme Idee, dass ich da den Strich rüber gemacht habe. Nee, ich setze mich hin und dann geht's erst los. Kein Heckmeck. Meck. Also ich mache zuerst hier frei. Im Atelier bei mir in Hellersdorf, das fügt eigentlich alles zusammen. Das habe ich auch schon, als ich mich beworben habe oder als ich gesehen habe, dass es gibt, war ich so, alles kommt zusammen. Ich kann da irgendwie meine Kunst machen, da kriege ich ein Atelier. Irgendwie habe ich dann aber auch regelmäßig was mit Kindern zu tun. Irgendwie finde ich das spannend. So, und dann auch so, schon auch dieses, wo landet man, ist ja so ein bisschen wie so ein Zauberkugel-Ding. Weiß man ja nicht, wenn man sich bewirft. Und dann kriegt man das so zugeteilt. Kannst du mir ein bisschen helfen, also das Oberteil hier zu machen? Ich schaffe das ein bisschen. Deine Socke ist ganz schön dreckig. Ein Mensch mit Beziehung. Ich bin fertig. Also, soll ich das mal auf der Tafel zeichnen und du kannst es dann mal übertragen? Neue Schuhe gekauft, die waren weiß und sind immer noch sehr glänzend. Aber ich schaff das nicht, ich hab das noch nie gemacht. Wir könnten es auch zusammen an der Tafel nochmal üben. Also ich helfe dann an diesem Punkt, wenn es um das Scheitern gerade geht. Und am Ende gucke ich mir dann immer mit dem Kind an. Guck mal, kannst du dich noch erinnern? Das da in der Ecke oben links fandest du so schlimm, da wolltest du nicht weitermalen. Und jetzt ist aber auf einmal das Bild irgendwie total super geworden. So, guck, überleg dir mal, wie wichtig das dann am Ende manchmal ist, weiterzumachen.
Ich versuche gerade Talbert zu malen und ich habe die jetzt irgendwie komisch gemalt. Jetzt versuche ich, das weiter zu malen und versuche, dass es, wenn ich es umdrehe, anders aussieht. Weil das ist ein für die großes Format, was sie eben zu Ende bringen können. Weil das ist so ein bisschen mein Motto, dass man halt nicht schon bei dem ersten Kreis, der falsch geworden ist, das Gefühl hat, ich bin gescheitert und ich schmeiße das Bild weg, sondern man macht weiter. Das ist so meine einzige Aufgabe. Kannst du dich wieder so hinsetzen, wie du gerade warst? Jetzt bin ich nämlich gerade auf dem guten Weg. Wenn Jungs da sind, dass die auch oft im Bild der Woche sind, weil die halt eher natürlich die sind, die irgendwie vielleicht jetzt denken, ich habe so einen Kalender gemacht von der Schule. Und da war ja eine Jury aus Lehrern und SchülerInnen. Und dann haben die halt sich so die Bilder angeguckt und ich fand, es war schon krass, dass eher so diese, man hat manchmal gesehen, es hat ein Junge gemacht und es wird dann so nicht so für schön befunden. Manchmal habe ich, und ich habe jetzt so versucht darauf zu achten, dass ich dann denke so, ach, ich nehme das mal. Und dann gehen wir. Achso, ich höre gar nichts. Hallo. Hallo. Also ich wollte bis 16 Uhr eigentlich noch machen. Wie spät ist es denn? 16 Uhr? Ja. Ja, dann... Eben, also wir müssen es bloß sagen, wir gehen noch eine Runde spazieren. Dann lass doch noch 10 Minuten machen oder alles so? Alles klar. Okay. Viel ist hier schwer, also schwierig und schwer für die Leute und das sieht man an deren Miteinander, an Stimmung im Gesicht und ich habe das alles aufgesaugt wie so ein Schwamm, das und dann bin ich hier im Atelier und dann kommen hier Kinder, das sind ja die Kinder von den Leuten, die ich gesehen habe draußen und dann erzählen die mir irgendwas so nebenbei. Frau Josefine, wann ist eigentlich die Ausstellung? Ja, dann schaut euch mal um. Ja. Wollt ihr gerade ein bisschen Musik für die Stimmung anmachen? Ja, schön. Und das ist gerade nicht mehr die Nerven. Hallo, hallo. Und, Frau Mahls-Eberteilisch? Das hier habe ich gemacht. Oh. Erzählst du mir was für den Bild? Das war ein Kamm sein. Ein Kamm? Ja. So, ja, Anni, mach richtig toll. Bitte zeig mir noch mehr. Valentina? Ist da drunter? Ist das nicht auch schon wieder Anni? Weißt du das hier? Ja, ist das nicht auch von dir? Ja. Ist da oben? Über den Baum? Ist das auch von dir? Ist von mir. Das warst du? Ja. Okay. Und Valentina? Das hast du auch gemacht? Ja. Also die Anni, die braucht das richtig, was? Ja, richtig toll. Ich sehe das schon. Ich kann mich eigentlich nicht so richtig identifizieren mit diesem Ort Schule als Künstlerin. Sehr schön. Ja, aber nicht anfassen. Kunst fasst man nicht an, ne? Das ist wie so ein Gegenteil. Der biografische Aspekt, den man als Künstlerin mitbringt in eine Schule, ich glaube, den darf man nicht so unterschätzen. Es gibt einfach Dinge, die werden getriggert da drin. Und das ist interessant, auf jeden Fall, weil es was erzählt über die Institution. Aber das sich anzuschauen und dem Raum zu geben und das auch mit den Leuten zu reflektieren und sich bewusst darüber zu sein, dass... Ganz extrem ist für mich der Fahrtweg hierher gewesen am Anfang. Ich bin eine Stunde 20 oder so unterwegs. Und das hat mich wütend gemacht, dass ich so weit wegfahren muss. Und das klingt jetzt so banal, aber das macht einfach einen riesen Unterschied, was für eine Energie man halt auch reinbringt in das Gemalte zum Beispiel oder ja, alles. Und da habe ich anfänglich schreckliche Sachen gemalt. Das war auch noch Teil von diesem schwierigen hier ankommen, dass man das Gefühl hatte, wo bin ich gelandet? Irgendwie ist das ein Ort für mich in meiner Karriere sozusagen. Ne? Und dann habe ich, weil ich letztendlich... ja, aber hier bin und hier nun mal jetzt arbeite, entschieden, ich muss hier Leute einladen, die aus eben der Kunst auch kommen, dass ich eben nicht nur die Kinder hier habe. Und so habe ich jetzt in den letzten 3 Monaten oder so, oder 2, einfach auch befreundete KünstlerInnen hier eingeladen, also so, um wie so dazu zu stehen. Also so, ja,
Ich habe auch ein Magazin, wo ich demnächst meine Arbeit zeigen kann. Da habe ich auch den, weil das war aber eine große Überlegung, will ich das? Mhm. Weil das ist dann ja im Grunde mein Hintergrund. Das ist ja hinter mir zu sehen. So. Das ist der Ort, an dem ich arbeite. Und irgendwie habe ich gemerkt, ich muss es jetzt machen, damit ich hier auch wieder auch ernster an meiner Kunst arbeiten kann. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Ja, ist gut. Und wenn man Instrumente hört, wenn irgendwas Schlimmes passieren wird, dann entwickelt man so eine Spannung in dem Raum. Also Korn, Korn und sowas, ne? Oder kann man so eine freundliche Situation erzeugen? So ein bisschen wie spielerisch. Wow. Ja, ja, so mega schmuddelig und mit Hall. Okay. Sie ist bereit zu aufnehmen. Seid ihr bereit? Ja. Du sagst, wenn du bereit bist. Ein bisschen auf die Uhr tippen und dann. Atelier für forschendes Lernen. Licht und die Materialität des Digitalen bei Vanessa Fafan an der Karl-Humann-Grundschule in Prenzlauer Berg. Erfahrung mit dem Kinder, das ist immer so bereichend, ne? Als PhD-Studentin, man ist so in der Theorie beschäftigt, so verkopft und dann, aber wenn du das umdrehst, so einfache Lösungen und so, diese frische Augen. Meint sie, das in die Galaxie da drin? Genau, so, das ist was mir von diesem Programm als Künstlerin so viel ja, bereichend ja. Finde. Ja. Ich habe so ein Glück, ne? Dass die Kinder kommen einmal pro Woche in Atelier und gucken, was ich mache. Vanessa, der arme PC. Ich hab den auf die Treppen geschmettert. Aber Chicos, Mio, kannst du mir ein bisschen mehr? Ich habe mich Gedanken gemacht, okay, was ist das Gefühl von den Kindern mit diesem Homeschooling? Viele Stunden am Computer zu setzen, keine Freunde zu begegnen. Und dann kamen die Kinder zu mir ins Atelier. Und ich dachte, heute machen wir was anderes. Und wir werden Computer kaputt machen, aber richtig kaputt. Ich habe nur den Ja gehört. Dann kommen wir raus. Jeder nimmt meinen Laptop mit. Ich habe Brille besorgt, so Sicherheit. Ach, und das war mal die Tastatur. Hier mehr Platz, oder? Oh, ja. Ah, das CD-Fach, Luis. In diese Praxis von der Biologie, ne, so Lebewesen zu sezieren, ne, ich seziere Computer. Schön, dass ich so ein Klar von kaputt. Dann ich sage, okay, stopp, jetzt ist genug so mit Körper und ein bisschen so, mit Wut auch. Jetzt machen wir die feine Arbeit. Junge, wie klein kann man das denn machen? Dann habe ich diese kleine Schraubzieher besorgt. Nice. Und ein Mikroskop. Und wir haben angefangen, echt die Computer, alle Schrauben rauszuziehen, alles in eine feine Arbeit zu untersuchen. Und dann diese kaputten Teile unter dem Mikroskop zu gucken. Alter, was ist das denn? What the fuck? Faszinierend, so diese Bilder unter dem Mikroskop zu sehen, dass die Kinder haben gesagt, ja, das ist ein Strand, das ist die Umwelt, das ist, ne, so diese, das ist eine andere Welt entstanden, ne, durch diese Bilder. Das sind nur mal so drei. Das geht um die Materialität von den digitalen Geräten und wie damit so echt eine total ästhetische so Wahrnehmung möglich ist. Was? Sag jetzt was ganz langsam. Was? Das hat sich voll crazy. W. A. Hallo? Ich bin in einer privilegierten Position hier in der Karl-Humann-Grundschule, weil
Herr Warner, so der Leiter der Schule, war selbst Künstler und er hat total Verständnis für die künstlerischen Prozesse. Wir machen Performance zusammen einmal pro Jahr. So, ja. Ich bin in der richtigen Schule gelandet. Oh. Was für Strukturen. Sieht aus wie die Galaxie. Ja, ja, genau. Ich kann was Neues entdecken als Lehrerin, wenn ich eine Künstlerin im Haus habe, weil sie vielleicht anders agiert, weil sie anders mit Methoden umgeht. Ich kann mich inspirieren lassen in Bezug auf eine künstlerische Technik. Ich kann mich aber auch in Bezug auf ein forschendes Vorgehen inspirieren lassen. Also wir haben festgestellt im Rahmen des Programms, dass die Schüler oder Schülerinnen einen ganz anderen Blick auf sich selbst werfen können oder ein ganz anderes Selbstbewusstsein sich entwickeln kann. Einfach zu suchen, weiterzugehen, die Richtung zu wechseln, all diese Dinge. Ich glaube, dass alles, was hier passiert im Atelier, ist möglich, weil erstmal so, ich bin Künstlerin. Das ist nur möglich, und meine Kolleginnen auch tolle Projekte machen mit Schülern und Kindern, weil die Künstler sind und Künstlerinnen. Eine Ausstellung mit der Max Künstler einmal pro Jahr zu haben, aber als Künstler, so nicht mit dem Arbeiten mit dem Schüler, das organisieren wir selbst sowieso. Unterstützt, Räume zu finden, ne, um auszustellen. Unterstützung in dieser Richtung wäre mir so lieber. Vielleicht Verbindung mit Kuratoren oder Kurator oder Kunsthistoriker, Austausch in der professionellen künstlerischen Ebene. So. Das könnte ich mich auch wünschen. Ja. Weil das gehört zum Kontext und zum Berufsfeld einer Künstlerin. Also explizit gehört es dazu, jedenfalls wenn man das Ganze auch mit dem Kunstmarkt zusammendenkt. Und ich finde es zu kurz gedacht, davon profitieren zu wollen, was sozusagen abfällt von dem kulturelles Kapital, symbolisches Kapital, dass man den Aspekt sich unbedingt angucken muss und dass man daraus dann eben auch genau diese ganzen marktorientierten Aspekte mit rein einbeziehen muss. Also was mich in dem Programm immer berührt hat, war dann die Präsentation, die es dann am Ende des Schuljahres gab, wenn die Kinder ihre Arbeit für uns Außenstehende vorgestellt haben. In nur 4 Ateliers zeigt sich eine Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen, historischen, politischen und natürlich ästhetischen Inhalten. Die Arbeit daran findet auf visueller und taktiler Ebene statt, aber eben auch auditiv, konstruktiv und immer auch sozial. Alle Beteiligten machen die Ateliers damit zu Orten, die unsere Gemeinschaften klüger und schöner, sicher aber auch geduldiger und aufmerksamer machen. Damit tragen sie zu einer Gesellschaft bei, in der künstlerische Formen des Austauschs Bedeutung haben und in der man nach wie vor leben möchte. Ja, ich glaube, ich wünsche mir ein bisschen, dass die Menschen, die da in diesen Gesellschaften in der Schule leben, sich ja offenere Prozesse zutrauen. Also ein Zutrauen entsteht. Und das macht total Sinn, bei Kindern anzufangen. Ich glaube, das fehlt mir manchmal, dass wir zum Beispiel als Künstler von dem Max-Stipendium eine Ausstellung als Künstler oder Künstlerinnen haben und ein bisschen mehr genauso Aufmerksamkeit auf unsere eigene Arbeit als Künstler und Künstlerinnen. Weil ich glaube, ohne das, die andere ist nicht möglich. Ja, meine Vision ist, dass in absolut jede Berliner Schule ein Künstleratelier langfristig implementiert wird. Aber 10-fach. Aber es wird auch deutlich, dass die KünstlerInnen nicht einfach per se oder qua Identität eine nie versiegende Quelle fruchtbarer Ideen und besonderer Praxen darstellen. In den Statements der KünstlerInnen zeigt sich vielmehr die Notwendigkeit, dass sie mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten als KünstlerInnen wahrgenommen und gefördert werden müssen. Das Programm besser zu machen, muss damit also heißen, die KünstlerInnen als solche ernst zu nehmen und in ihrer Professionalität zu fördern. Sie mit KuratorInnen und KunsttheoretikerInnen in Austausch zu bringen, ihnen zu allen Zeiten Zutritt zu ihren Ateliers zu gewähren und sie in der Kommunikation mit den Schulen zu unterstützen. Ja.
Eine solche Unterstützung diente der Zufriedenheit der KünstlerInnen und in Konsequenz der von allen Beteiligten. Zu hoffen bleibt, dass Max Artists in Residence an Berliner Schulen noch mehr Öffentlichkeit findet und zu einer stabilen Größe in der Schullandschaft Berlins und Brandenburgs wird. Auditive Feldforschung und Transkription: Nadine Hoffmann, Leon Hannes Riedel, Tabea Russo und Leonie Wittmann von der Universität Potsdam, Institut für LehrerInnenbildung. Außerdem dabei Eindrücke aus dem Atelier von Roberta Busekian an der Picasso-Grundschule in Berlin-Weißensee. Caroline Armand, Leiterin des Programms, Fiona Fassler-Michael, Referentin für ästhetische Bildung der Stiftung Brandenburger Tor, und Silke Ballert, Prozessbegleiterin für Max. Tontechnische Bearbeitung: Thomas Mayer. Sprecherinnen: Tine Steen und Ursula Rock. Besonders bedanke ich mich bei Yvette Wittmann und Angelika Tischer. Idee, Produktion und Schnitt: Ursula Rock.